Wenn Sie sich plötzlich nicht mehr erinnern könnten, wer da mit Ihnen zusammen am Frühstückstisch sitzt. Oder wenn Sie nicht mehr wissen, wo genau noch mal das Badezimmer in Ihrer Wohnung ist. Dann ist das eine beklemmende und auch eine schwer zu ertragende Situation. Für Sie persönlich, wie auch für Ihre Angehörigen. Demenz raubt uns die Erinnerung, die Fähigkeit, uns zu orientieren und sich Freunden und Verwandten mitzuteilen. Diese Erkrankung des Vergessens ist unser Thema heute bei Gut zu wissen. Herzlich willkommen. Mehr als 1,6 Millionen Menschen leiden bei uns an Demenz. Und in unserer alternden Gesellschaft wird es bald noch mehr betreffen. Vieles ist den Wissenschaftlern dabei immer noch ein Rätsel. Warum zum Beispiel erkranken Frauen deutlich öfter an Alzheimer als Männer? Klar ist das noch nicht, aber es gibt Vermutungen, die wissenschaftlich untersucht werden. Forscher vermuten heute, dass sich irgendwann herausstellt, Alzheimer, das ist eigentlich nur ein Oberbegriff für unterschiedliche Erkrankungen. Wir stellen fest, dass eben oder die Schublade, in die wir Patienten gepackt haben, etwas doch diffiziler ist und man die Dinge differenzierter betrachten muss. Und in der Konsequenz heißt das, dass wir sie dann auch natürlich leicht unterschiedlich behandeln müssen. Eine Erkenntnis: Frauen erkranken häufiger an Alzheimer als Männer. Einerseits liegt das daran, dass Frauen älter werden. Und das Alter allein erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung. Doch bei Frauen schreitet die Zerstörung des Gehirns meist schneller voran. Allein die höhere Lebenserwartung erklärt diesen Unterschied nicht. Die Vermutung? Östrogene sind der Grund dafür. Professor Gabriele Rune forscht in Hamburg seit Jahren zur Wirkung der Sexualhormone im Gehirn. Östrogene werden nicht nur in den Eierstöcken produziert, sondern auch im Gehirn, im Hippocampus. Dort haben sie eine schützende Funktion. Doch in den Wechseljahren verringert sich oft die Zahl der schützenden Hormone. Damit scheint eine Therapie naheliegend. Die Gabe von Östrogen. Könnte man sie ins Gehirn bringen, dann wären die Synapsen besser geschützt. Unsere Hoffnung wäre es natürlich, dass es uns gelingt, durch irgendeinen Mechanismus die Östrogensynthese in den Nervenzellen wieder zu stimulieren. Das würde helfen. Doch noch ist das Zukunftsmusik. Etwas weiter ist die Forschung bei einem anderen Ansatz, den Entzündungsprozessen. Früher fokussierten sich die Wissenschaftler vor allem auf zwei fehlgeleitete Eiweiße im Gehirn. Heute geht man davon aus, dass Eiweiße und Entzündung zusammen für Unheil sorgen. Im Gehirn sammeln sich über viele Jahre giftige Eiweiße an und versetzen das Immunsystem in Aufruhr. Die Abwehrzellen deuten das Eiweiß als Feind und beschießen es mit Entzündungsstoffen. Doch gegen den Eiweißmüll kommen die Abwehrzellen nicht an. Die Eiweiße bilden nun Klumpen an der Nervenzelle, Plaques genannt. Das bringt die Abwehrzellen endgültig zur Raserei. Sie feuern weiter, noch stärker als zuvor. Das Ergebnis? Eine dauerhafte Entzündung im Gehirn. An der Charité konnte bereits an Mäusen gezeigt werden, wenn es gelingt, die Entzündungsbotenstoffe zu blockieren, dann hat das direkte Auswirkungen auf das Verhalten kranker Tiere. Wir haben in der Tat gefunden, dass die Mäuse, die schon erkrankt waren, sich verbessert haben. Und die Mäuse, denen wir das vorab gegeben haben, die noch vor der eigentlichen Entwicklung Alzheimer-Erkrankung standen, dass die diese Erkrankung in der Form nicht so stark ausgeprägt hatten. Eiweiße, Gene, Hormone, Entzündungen. Es gibt viele unterschiedliche Erklärungsansätze für die Entstehung von Alzheimer. Die dazugehörenden Therapien zu finden, das bleibt die Herausforderung für die Alzheimer-Forschung. Aus Köln ist uns jetzt eine der führenden Demenzforscherinnen zugeschaltet, Professor Dr. Anja Schneider vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Guten Tag, Frau Schneider. Guten Tag. Lassen Sie uns doch zu Beginn noch mal kurz die Begriffe klären. Worin liegt jetzt der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer? Demenz ist einfach der Überbegriff. Also eine Alzheimer-Erkrankung ist eine von vielen Demenzerkrankungen, allerdings die häufigste im Alter über 65 Jahren. Was sind die ersten Symptome der Erkrankung? Kann ich das gegebenenfalls auch selbst erkennen? Also die ersten Symptome einer Alzheimer-Demenz ist ja in der Regel, dass das Kurzzeitgedächtnis nachlässt, dass einem Dinge nicht mehr einfallen, die sich gerade eben erst ereignet haben, dass man sich da nicht mehr gut erinnert und dass einem manchmal Worte nicht einfallen, die man sagen möchte. Was kann ich denn dann tun, wenn mir das auffällt? Wie ist da Ihre Erfahrung? Kann ich da überhaupt was tun?
Man kann das abklären lassen. Viele machen sich ja auch unbegründet Sorgen. Kurzzeitgedächtnisstörungen können halt mit zunehmendem Alter auftreten und auch im Rahmen des Alters üblichen sein. Man kann das eben in Gedächtnisambulanzen testen lassen. Hm. Machen das denn die Menschen auch eigentlich? Was würden Sie sagen? Das hängt, glaube ich, von der Persönlichkeit der Menschen ab. Manche, die sind besorgt und gehen da gerne hin und wollen das auch abgeklärt haben. Und die Patienten, die sich eher so in Richtung Alzheimer bewegen oder schon eine Alzheimer-Demenz haben, die haben häufig auch keine so gut ausgeprägte Krankheitseinsicht. Die werden dann eher von ihren Angehörigen gebracht. Was sagen Sie, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn dann überhaupt? Es gibt zugelassene Behandlungsmöglichkeiten. Da gibt es zwei große Substanzgruppen, die Cholinesterase-Inhibitoren und das Memantine. Und dann gibt es natürlich noch Medikamente, um Symptome der Erkrankung im späteren Stadium zu behandeln. Also Schlafstörungen, Aggressivität, wenn die Patienten einen Verfolgungswahn entwickeln oder wenn sie im Anfangsstadium depressiv sind. Das ist dann so eine symptomatische Behandlung von Begleitsymptomen. Hm. Vielen Dank erstmal bis hierher. Wir sprechen gleich weiter. Unser Gehirn mit seinen Milliarden Neuronen ist wahnsinnig komplex. Und vielleicht ist es auch deshalb so schwierig, ein wirksames Medikament gegen Demenz zu finden. Geforscht wird weltweit, aber der große Wurf in der Behandlung dieser Krankheit ist bisher irgendwie noch nicht gelungen. Außerdem ist die Forschung extrem teuer. Eine große Herausforderung also für die Pharmaindustrie. Gedächtnissprechstunde in der Mainzer Uniklinik. Hierher kommen Menschen, die wegen ihrer zunehmenden Vergesslichkeit besorgt sind. Testaufgaben liefern dem Psychiater Patrick Jung erste Hinweise, ob es sich bei den Gedächtnisproblemen um eine beginnende Demenz handelt. Das Problem, sollte sich der Verdacht auf Alzheimer bestätigen, wären die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten sehr beschränkt. Denn wirksame Alzheimer-Medikamente gibt es bisher nicht. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen ist der Deutsche Medizin-TÜV. Jürgen Windler, Leiter des Instituts, kritisiert die Pharmaindustrie. Echte Fortschritte seien selten geworden. Ich habe schon das Gefühl, dass die Industrie sehr intensiv forscht, dass sie auch viel Geld ausgibt für Forschung. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann sieht das nicht ganz so überzeugend aus. Wir haben etwa 25% der neuen Medikamente, bei denen wir einen deutlichen Zusatznutzen im Vergleich zu der derzeitigen Versorgung feststellen. Was aber auch bedeutet, dass es eben etwa 3/4 sind, wo wir diesen Zusatznutzen in der deutlichen Form jedenfalls nicht feststellen können. Zu Alzheimer wurde und wird viel geforscht. Die meisten Entwicklungen zielen auf die falsch gefalteten Eiweiße im Gehirn, die sich zu den gefährlichen Plaques zusammenballen und Nervenzellen absterben lassen. Dennoch ist es in Jahrzehnten nicht gelungen, die Krankheit zu besiegen. Diese Forscher von der Firma ProBioDrug schreckt das nicht ab. Sie haben ein Eiweißmolekül im Gehirn entdeckt, ein Enzym, das maßgeblich für die Bildung der Plaques verantwortlich ist. Sie entwickelten ein Molekül, das dieses Enzym blockiert. So soll die falsche Faltung der Eiweiße von Anfang an verhindert werden. Im Tierversuch wurde dieser Therapieansatz schon bestätigt. Doch das Kapital der Firma wird nicht reichen, um den Wirkstoff bis zur Marktreife weiterzuentwickeln. Irgendwann kommt der Punkt, wo die Zulassungsstudien so groß, so komplex, so umfangreich werden, dass sie ohne das Know-how der pharmazeutischen Großindustrie auch nicht weiterkommen. Und an dem Zeitpunkt geht man sogenannte Partnerschaften ein. Das können Lizenzabkommen sein, das können gemeinschaftliche Entwicklungen sein. Das kann bis hin zum Unternehmensverkauf führen. Die Pharmaindustrie kauft gerne aussichtsreiche Biotech-Firmen. Denn deren Produkte haben die risikoreiche Phase der Grundlagenforschung, in der viel Geld verbrannt werden kann, schon hinter sich. Beim Deutschen Medizin-TÜV kann man sich deshalb vorstellen, Big Pharma stärker zu Eigenentwicklungen zu zwingen. Man kann natürlich auch überlegen, ob man nicht nur über die Preise der Arzneimittel nachdenkt, sondern auch über die Frage nachdenkt, ob bestimmte Arzneimittel, die nicht besser sind als das, was wir haben, überhaupt im Gesundheitssystem verfügbar gemacht werden. Nur das, was richtig gut ist, was richtig überzeugt, was besser ist als die Standardtherapie, ist das, was ein Gesundheitssystem zusätzlich finanzieren sollte. Für die Patientin mit den Gedächtnisproblemen hat der Test leider kein gutes Ergebnis gebracht. Vielleicht kann sie vom neuen Medikament profitieren, falls es in 4 Jahren auf den Markt kommt. Frau Schneider, warum ist die Forschung bei Alzheimer noch nicht weiter? Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass die Grundlagenforschung eben noch nicht weit genug ist. Da müssen wir noch viel mehr verstehen, wieso es überhaupt dazu kommt, dass diese Ablagerungen von Eiweißen
dazu führen, dass die Nervenzellen in ihrer Funktion nachlassen bzw. ganz absterben. Und die andere Sache ist, dass wir ja im Mausmodell viele erfolgreiche Therapiestrategien entwickelt und getestet haben, die aber in der klinischen Anwendung häufig nicht zum Erfolg geführt haben. Und ein Grund dafür könnte eben sein, dass wir die Patienten zu spät identifizieren und zu spät behandeln. Und da wäre eine Strategie, dass man die möglichst früh erkennt, noch bevor sie überhaupt eine Demenz entwickeln und dann schon anfängt zu therapieren. Ja, gilt das denn für alle Demenzerkrankungen? Das ist so ein Prinzip, was für alle Demenzerkrankungen wahrscheinlich gilt. Also man weiß auch, dass beim Parkinson, das ist ja auch eine neurodegenerative Erkrankung, die mal zu einer Demenz führen kann, dass auch da die Krankheitspathologie, dass die schon viele Jahre anfängt, bevor der Patient überhaupt Symptome bemerkt. Ja. Und das gilt auch für andere Demenzerkrankungen. Was ist denn in Ihren Augen momentan die erfolgversprechendsten Forschungsansätze? Also ganz wichtig ist wirklich diese Frühdiagnose von Personen, die ein Risiko in sich tragen, eine Demenz zu entwickeln, dass man die dann eben auch mit entsprechenden neuen experimentellen Therapien behandeln kann, wenn sie noch nicht dement sind. Also das halte ich für das wichtigste Herangehen. Und natürlich muss man auch die neuen Therapieansätze weiterentwickeln, gerade auch gegen Entzündungsreaktionen im Gehirn. Das könnte ein vielversprechender Ansatz sein. Mhm. Vielen Dank, Professor Dr. Anja Schneider. Alles Gute nach Köln. Dankeschön, bitte. Ja, wir haben es gerade gehört, das Tückische an der Krankheit ist eigentlich, wenn die Diagnose Alzheimer im Raum steht, ist es oft schon zu spät, etwas dagegen zu tun. Umso wichtiger deshalb, was kann man machen, um der Demenz vorzubeugen? Wie kann man Demenz vorbeugen? Der Kampf gegen das Vergessen sollte früh beginnen, am besten noch weit vor den ersten Symptomen. Nach einer Studie der Goethe-Universität Frankfurt ist Sport die beste Medizin. Möglichst dreimal die Woche, 30 Minuten lang. Danach verhindert ausreichend Bewegung im Gehirn den Anstieg von Cholin. Ein Stoffwechselprodukt, das eine große Rolle für Gedächtnis und Konzentration spielt und das bei Alzheimer normalerweise zunimmt. Durch Training konnte die Cholinkonzentration im Gehirn bei den Probanden konstant gehalten werden, während sie in der Kontrollgruppe anstieg. Sport ist nur eine von vier Säulen im Kampf gegen Demenz. Wir sollten uns auch gesund ernähren, familiäre Kontakte und den Freundeskreis pflegen und das Gehirn fordern. Zum Beispiel Schach spielen, Musik machen, lesen oder malen. Die gute Nachricht, wir können selbst etwas tun, um das Demenzrisiko im Alter zu mindern. Unser Lebensstil hat mehr Einfluss als die Gene. Ja, wir haben es also auch ein Stück weit selbst in der Hand und können das Risiko für Demenz aktiv senken. Gut zu wissen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.